meine Lieben. Also, zuerst mal schön, dass ihr es alle hierher geschafft habt. Noch schöner ist es, wenn ich sehe, wie ihr gekleidet seid. Super schick, wirklich total edel. Und wir werden ganz viele Aufnahmen machen. Vielleicht schafft sie auch noch eine Gruppenaufnahme, nur eben auf der Treppe. Ihr werdet eh nicht alle zu sehen gewesen. Und Herr Konsul muss um 6:30 wieder fahren. Und wir wollen nach euch ja auch die 12b noch holen. Und das wird jetzt zeitlich alles gut klappen, da bin ich überzeugt. Danke, dass ihr auch alle die Maske habt. Die solltet ihr auch anbehalten. Wir haben nur gesagt, wenn wir die Rede halten, werden wir sie abziehen. Wenn wir nachher die Vergabe der Zeugnisse machen, kommt ihr nach vorne. Und da, wo das Zeugnis liegt, legt ihr eure Maske hin. Und dann werdet ihr natürlich auch ohne Maske fotografiert. Und das Zeugnis wird so nach vorne gehalten, dass es alles seht. Das ist klar. Das sagen wir euch gleich noch. Jetzt zunächst mal, ihr lieben Abiturientinnen und Abiturienten, lieber Herr Konsul, das ist der Vertreter von Deutschland, der extra heute angereist kam zu uns, Herr Schwarz, und den Herrn Soldevia als Vorstandsvorsitzenden, den kennt ihr ja alle. Und die Kollegen, die hier sind, die sind alle und Kolleginnen, sind stellvertretend fürs gesamte Kollegium da. Ihr wisst, dass wir geplant hatten, im Bibliothekshof zu feiern. Leider hat das Wetter uns da wirklich gegengearbeitet, sonst wären wir alle zusammen gewesen. Und das ist heute so was Besonderes. Ihr wisst vielleicht, dass wir das letzte Mal, als dieser Lockdown war und wir Abitur hatten, die Abiturienten zu dritt immer kommen durften, 5 Minuten, dann die nächsten drei. Insofern ist das jetzt so erstmal ein Luxus, euch hier sitzen zu haben. Ich finde das ganz, ganz toll. Ja, und da hat der Wilhelm Busch übrigens was zu gesagt, dass immer so vieles sich wandelt und so weiter. Er hat es so genannt als Zitat: Aber hier, wie überhaupt in der ganzen Welt, kommt es anders, als man glaubt. Wie recht er damals schon hatte, Wilhelm Busch, ist euch ein Begriff? Bestimmt, ja. Und dieses Zitat zeigt eigentlich, was ihr ab dem Lockdown 2020 erlebt habt. Von jetzt auf gleich, keine Schule mehr, kein Unterricht mehr, toll, keine Schule mehr. Aber wer wusste, dass wir alle zu Hause dann bleiben müssen, wie in einem Gefängnis, dass wir nur noch kaufen dürfen, uns Notwendigste machen dürfen. Alles ist umgedreht worden und alles hat unser Leben umgekrempelt, neue Herausforderungen kamen. Und dann kamen die Ängste dazu, nicht nur bei euch, bei den Lehrern, bei den Eltern, bei allen. Wie lange dauert das, wie gefährlich ist es, können unsere Kinder überhaupt Abitur machen? Das war letztes Jahr und dieses Jahr war es nicht anders. Können wir überhaupt Abitur machen? Nur es war ein bisschen leichter, sonst würdet ihr hier jetzt nicht sitzen. Und dann kam eine Frage, die kam oft von euch, aber auch oft von den Eltern, die hieß: Sind unsere Kinder, seid ihr, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, überhaupt auf das Leben, auf die Bildung, die ihr braucht, vorbereitet? Es ist eine berechtigte Frage. Und vor allen Dingen, eure Eltern haben immer wieder, auch die anderen Eltern von den anderen Jahrgängen gefragt, ja, mit dem Lockdown, unsere Kinder haben so viel verloren. Erstens mal, das Lockdown war weltweit. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei ist, dass ihr vielleicht gar nicht so viel verloren habt. Ich sage, ihr habt die Bildung bekommen, die ihr braucht. Ich sage gleich mehr dazu. Ihr habt die sozialen Bedingungen sicher nicht so ausleben können, weil es nicht möglich war. Wir konnten halt nur im Unterricht, in der Klasse arbeiten, wir konnten keine Projekte machen. Aber die psychischen Stärkungen, die ihr in der Schule erfahrt, waren auch ein bisschen begrenzt, aber irgendwie auch nicht begrenzt. Denn wir haben eins gemeinsam gehabt, und das hat eine sogenannte Helen Keller gesagt: Allein können wir so wenig tun, zusammen so viel erreichen. Was haben wir gemacht? Lockdown? Wir hatten die digitale Ausstattung seit einem halben Jahr, 2020, vor März, im Sommer erfahren. Aber wir konnten es doch gar nicht anwenden. Wir hatten kein NAS, wir hatten kein Teams, wir hatten doch gar nichts. Und innerhalb von 2 Wochen, nur weil wir zusammengehalten hatten, der Vorstand, der alles angeschafft hat, der Vorstand, der den Techniker eingestellt hat, der die Medien letztendlich auf den Weg brachte, uns fortgebildet hat. Wir haben uns untereinander fortgebildet, ihr untereinander. Wenn wir nicht gemeinsam dabei gewesen wären, hätten wir das niemals geschafft, da zu stehen, wo wir jetzt stehen. So, und dann kamen die Sommerferien. Und dann kam das neue Schuljahr 2021. Und jetzt kommt auch die Situation, wo ich sage, ihr seid richtig gut vorbereitet. Weltweit habe ich die Vergleiche. Wir Schulleiter haben alle viel Kontakt.
nach Deutschland haben wir die Kontakte. Es gibt kaum Schulen, die seit September durchgehend Präsenz hatten. Ihr seht, Herr Konsul nickt auch, und in Deutschland, da ging es immer zumachen, aufmachen, Teilunterricht, kleinere Klassen, größere Klassen, wie auch immer. Alles ging durcheinander. Weltweit sind Lockdown-Phasen über viele, viele Monate, halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Das, was ihr hier jetzt erlebt habt in diesem Schuljahr, hat kaum jemand erlebt. Und deswegen habt ihr den meisten weltweit einen ganz, ganz großen Vorsprung. Und deswegen sage ich ganz klar, ihr könnt eure Eltern beruhigen, euch selbst beruhigen. Ihr seid da, ihr habt das Abitur geschafft. Ihr seid da, wo wir euch nur haben können in so einer Pandemie. Deswegen seid stolz auf euch. Wir sind stolz auf euch. Da werden wir jetzt das Beste draus machen. Dass die Pandemie es zugelassen hat, dass wir alles live jetzt präsenziell machen konnten, schriftliches, mündliches Abitur, alles in der Art mit natürlich unseren Masken, mit dem Abstand, mit der Luft, mit der Desinfektion, das gehört halt eben dazu. Aber wir haben es geschafft. Und ich will euch noch eins sagen, wir sind die einzige Schule Spaniens, ich sage das jetzt sehr vorlaut, vielleicht wird der Herr Konsul mich gleich da mir widersprechen, und auch weltweit eine der wenigen Schulen, die es geschafft hat, über so viele Monate keinen Spread zu haben, keinen Corona-Fall zu haben. Wenn Kinder mit anderen Corona-Kindern zusammen waren, sind die direkt zu Hause geblieben. Die Geschwister wurden zu Hause gelassen von euren Eltern. Es war ein Traum, diese Zusammenarbeit mit euch, mit den Eltern, mit den Lehrern. Das geht nicht überall. Und dass wir immer versucht haben, euch dann, wenn ihr Quarantäne hattet, bei euch war es, glaube ich, keiner, aber bei den Kleinen, in den Unterricht zu nehmen, dank der Technik. Auch das hat kaum jemand. Bevor wir jetzt zur offiziellen Verleihung eurer Abiturzeugnisse kommen und damit letztendlich der Qualifikation und Erlangung der allgemeinen Hochschulreife, möchte ich euch noch kurz darstellen, dass wir wie jedes Jahr nach der Zeugnisvergabe die herausragenden Leistungen von bestimmten Schülern ehren, das soziale Engagement. Es sind Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Vereinigungen vergeben worden, der Deutschen Mathematikvereinigung, der Gesellschaft Deutscher Chemiker, aber auch der Physikalischen Gesellschaft. Und einer von euch hat sogar das Matricula de Honor verliehen bekommen. Und das bedeutet, dass derjenige ein einjähriges Studium als Stipendium bekommt, also kostenlos erstellt bekommt. Die Namen zu diesen Ehrungen werde ich erst nachher nennen, wenn wir diese Mappen auch vergeben. Ihr habt es jetzt alle bewiesen, zuerst mal, dass ihr auf einem guten Weg seid. 34 frisch gebackene Abiturienten, ihr plus die anderen, hier sind 17, gleich kommen 17. 15 Schüler hatten eine 1 vor dem Komma. Das ist Wahnsinn für ein Abitur. Insgesamt 3 haben die Traumnote 1,0. Ihr werdet sie jetzt alle kennen. Ich nenne sie trotzdem noch einmal. Adrian Piotrowski, wo sitzt du? Aha. Ricardo Martinez Barona. Wo sitzt er? Ah. Ja, die wünschen, 1,0 wünschen, die zählen natürlich auch. Und Natalia Aguilar, wo bist du? Also Leute, 3 Schüler, Schülerinnen mit einer 1,0, das alleine spricht schon für sich. Wirklich, das ist schon, da können wir als Schule stolz sein. Ihr habt es einfach geschafft. Und dann haben wir noch 5 weitere, die haben 1,1 bis 1,3. Der Wahnsinn, die habe ich jetzt nicht auch noch einzeln aufgelistet, weil ihr habt alle Großes geleistet. Der Schnitt von den 34 Abiturienten insgesamt ist 1,9. Ja. Also, ich sag mal so, wenn ich ganz richtig rechne, war es 1,99. Das ist für mich aber 1,9. Und, das brauche ich euch nicht zu erzählen, aber die, die jetzt vielleicht zuhören und das sehen, alle Abiturienten haben es berechtigt geschafft. Deswegen unser aller herzlichsten Glückwunsch, y también felicidades a vuestros padres. Ja, und jetzt wird es ja eigentlich erst spannend für euch.
die Zukunft naht. Man sagt auch, eine neue Lebensherausforderung naht und ein neuer Lebensabschnitt. Was hat er euch zu bieten? Was ihr euch wünscht? Kommt das in Erfüllung oder wie immer? Eins wünsche ich euch, und wenn ihr das einhaltet und lebt, werdet ihr euer Ziel auch weiter erreichen können. Erkennt und nutzt eure Stärken. Ihr kennt den Physiker Albert Einstein, auch wenn ihr mit ihm kein Bier getrunken und kein Wein getrunken habt, war kaum möglich. Aber ihr kennt auch den Dichter Johann Wolfgang von Goethe. Ihr habt alles schon mal in Deutsch gemacht, Musik gemacht oder wo auch immer, oder in Physik gemacht. Und die haben es geschafft, ihre Stärken zu Spezialgebieten zu machen und dadurch so bekannt zu werden. Aber täuscht euch bitte in einem nicht, die haben auch ihre Schwächen gehabt. Und das ist da, wo ihr ansetzen müsst. Es gibt pessimistische und es gibt optimistische Menschen. Die pessimistischen Menschen gucken immer auf die Schwächen und dann werden die Schwächen größer und größer und größer. Toll, ihr sollt auf eure Schwächen schon gucken, ihr sollt sie kennen. Aber dann schaut ihr auf eure Stärken und stärkt eure Stärken, dann ist die Zukunft in eurer Hand. Hoffe ich.
Thank you.
Que vuestros padres han elegido conscientemente un colegio con orientación internacional y que, por lo tanto, este ha ampliado considerablemente vuestros propósitos. Das Nachwerk wird gerade haben bekommen, das große, kleine Abitur. Die meisten sind seit 15 Jahren hier gewesen. Es ist unglaublich, was für ein ganzes Leben ist. Jetzt fällt die große Frage, sind wir bereit? Sind wir wirklich bereit, die Welt zu verändern? Meine Antwort ist die Frage. Weil unsere Schule uns von dreijährigen Jungen und Mädchen zu Männern und Frauen gemacht hat. Die selbstständig sind, verantwortlich und frei. Die Bildung, die uns der Lehrer und vermittelt haben, hat uns den Menschen mit Initiativ gemacht. In Zukunft wird es die Welt im Westen zu verändern. Kurz gesagt, Menschen mit sexueller Fertigkeit. Alle gehen mit mindestens drei oder fünf Sprachen zur Verfügung. Wenn
bedeutet dieses in der Kirche von Rüssel, hat uns gelehrt, dass Gott selbst mit großen Glauben. Dank dieser Ziele wissen wir, dass wir alles erreichen können. Und wenn wir träumen, wenn wir uns der Kraft und Hingabe in die Achtung stellen. Eine ganz besondere Erwähnung an große Umarmung an eure Eltern und große Bildungen, eure Lernstunden, eure Nerven und vor allem vielen Dank dafür, dass ihr euch Bildung in die Kraft und Verbesserung für das Verbot durch eine Wüste einfach getreten. Und bei dieser schwierigen Aufgabe, die Lehrer an der Sicht haben, das zu drücken, das gleiche Zeit. Mit den Lehrern und der Schulleitung dieser Schule, die euch gezeichnet für euch vorbereitet haben, denen meinen Dank und Glückwünsche. Bevor ich meine Rede fertig bin, habe ich 10 Gebote vorbereitet, die ihr streng befolgen müsst. Erstens, die Eltern müssen einmal pro Woche telefonisch kontaktiert werden, mindestens 10 Minuten. Die ältere Parade, die ich in deinem Testbereich mit uns bekommen, das ist die Mädel, die alles weitere, das ist die Ballon, die das gehört, also die Mädel, die auch bei uns sind, das sind dann die Ballon, die das ist die Mädel, die Ofen gemütlich also die Leben hat, dass die Schulen der Verwaltung der Neue Therapie sich das gesetzt hat. Drittens, denkt daran, der Schlaf vor Mitternacht ist angekündigt. Ja, es werden ja einzelne Medizinische Erfahrungen gemacht. Drittens, einmal pro Woche muss die Zeitung gewaschen werden. Vergesst aber nicht, die Waschmaschine gemacht zu werden. Und alles erlassen Mama, der Welt, der Verwaltungsrotter, selber nicht der Leben von der Verwaltungsrotter. Fünftens, der Nerd ist nicht. Besser, das was wir sind bei unten und bei Nacht ist nicht passen. Der Moment ist natürlich nur für Multiple Days. Der Nerd ist für die Art, die Werte von Nacht. Fünftens, Reden sind nur für die Dünnen und die Unterlegung, nicht für euch. Der sechste Punkt ist, der Verwaltung für den Nerd. Das ist ein Gut,
Aufrufe. Und wir haben eine Form, also in den großen Teilen. In den roten Teil ist das Verzeichen, dass alle Jahre in der Zukunft in der Uni sind sie darüber.
Thank you.
Willkommen zu der Ehrung der Handlung. Wollt ihr alle noch anfangen? Die Mitgliedschaft in der Welt, die sich 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 in der Wel
bekommen. Die Mitgliedschaft in der digitalen Gesellschaft hat aufgekommen. Die Mitgliedschaft in der Gesellschaft wird aufgekommen.
Thank you.
Thank you.
Die ganze Schulgemeinde und die Menschen, die sich in der Gesellschaft befinden, möchte ich die Gesellschaft nicht mehr betreten. Diese Mitglieder des Schulgemeindes, der Schulleitung, der Schulverwaltung, die Gelehrerinnen und Gelehrer, die 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 Gelehrer,
meinen Ferien, das heißt, dass die Anführungen freuen, den schwierigen Teil von den Bücher 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 von den Bücher
Thank you.
sehen einfach nicht vor. Das wird so aussehen, meine Lieben. Thank you.
Thank you.
Thank you.